Hey Freunde, Epic Hangtime heute hier im Düsseland. Der letzte Tag vom Düsseland, der Patrick ist auch am Start. Immer. Und für mich wird heute das erste Mal sein Alpine Coaster, Alpine Bahn. Alpiner Bahn. Genau, diese mit dem Berg. Und und die Geisterbahn soll ziemlich cool sein und die Sonne knallt jetzt hier richtig. Wir nehmen euch einfach mit, wir gehen eine Runde und vielleicht schneiden wir noch ein paar Onrides dazwischen. Ihr kennt den Scheiß. Ciao. Ciao. Wir sind jetzt eine Runde gelaufen. Das Gelände ist zwar groß und man darf eigentlich nur eine Runde gehen, man kann aber hinten wieder reingehen und wir fahren jetzt mit dem Alpiner Bahn. Merlins Quest. Wir fahren jetzt Merlins Quest, ich freue mich. Merlins Nagelfantau. So, ich bin gerade Alpine Bahn gefahren und mega, wie smooth die Fahrt ist. Also man stellt sich unter Kirmes-Achterbahn immer was anderes vor und schnell, smooth, die Fahrt ist relativ lang, es lohnt sich mega und die lautesten Reibräder, die ich je gehört habe, voll gut. Wie fandst du's? Ich fand die sehr gut, ich bin ja schon ein paar Mal gefahren, aber die neuen Züge echt smooth, wow. Wir fahren jetzt hier mit der wilden Maus vom Bad. Wir werden noch ein Onride aufnehmen. Bis jetzt gefällt uns das Konzept hier gut. Es fühlt sich mehr nach Freizeitpark an. Einfach wegen den Shows dazwischen und die Gänge sind breit und es ist super. Schade, dass der letzte Tag ist. Alexander bittet Sie nun um ganz besondere Aufmerksamkeit, denn er zeigt Ihnen jetzt in 62 Meter Höhe auf dieser dünnen Mastspitze den Handstand mit Übergang zur einarmigen Waage. Was haben wir uns da geholt? Rindfleischpastete aus Cornwall. Hört. Jo, wir sind gerade hier mit Geisterstadt gefahren. Ich habe mich nicht an Patrick festgehalten, weil ich mega Angst hatte. Nein, die Fahrt war ziemlich geil. Aber welche Hand war denn das? Mit dem Crepe in der Hand verlassen wir jetzt das Düsseland. Es hat mega Spaß gemacht. Alpiner Bahn, diesmal sage ich es richtig. Also Merlins Quest hat mir mega Spaß gemacht. Eine gute Achterbahn dafür, dass sie immer auf und abgebaut wird. Und wir sind noch wilde Maus gefahren vom Bad. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wie fanden Sie es? Fand ich sehr gut. Schade, dass es vorbei ist heute. Schade, dass der letzte Tag ist.
Bis dann, abonniert unseren Kanal. Ihr wisst Bescheid auf TikTok, Instagram und YouTube. Ciao, ciao.